Ja, wir sind wieder auf Sendung. Hallo euch allen zur dritten Gesprächsrunde beim Online-Tag der Rothenburger Werke. Online-Tag der offenen Tür heißt es ja, klingt ein bisschen pervers eigentlich, aber ich glaube, das ist ein Format, das wird sich einfinden und es macht Spaß zu sehen, dass ihr dabei seid. Ich sitze hier mit zwei Kollegen aus den Rothenburger Werken zum Thema Alltag in unserer Einrichtung und ich muss mich wirklich nur noch ganz kurz vorstellen, Rüdiger Wollschläger, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Und ich würde meine beiden Kollegen selber bitten, sich vorzustellen und gebe einfach weiter hier an die Frau vom Psychologischen Dienst. Vielen Dank. Hallo, ich bin Jana Stein. Ich bin Psychologin in den Rothenburger Werken und ich bin heute Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Wohlbefinden der Bewohner und Bewohnerinnen. Ja, mein Name ist Friedhelm Sager. Ich leite das Geschäftsfeld Wohnen. Das heißt letztendlich alle Wohnangebote zusammen mit vielen Kollegen und Kolleginnen in den Wohneinheiten, in den Wohngemeinschaften und natürlich auch auf der Leitungsebene. Meine erste Frage geht an Jana. Du Schön. bist so neu bei uns. Du kennst die Rothenburger Werke nur unter Corona-Bedingungen. Trotzdem erfährst du ja ganz hautnah, wie es den Menschen geht, was sie freut, was sie belastet. Was bewegt die Menschen? Was nimmst du wahr in deinem Job als Psychologin? Ja, also das Coronavirus hat sich so weitreichend auf das alltägliche Leben der Bewohner und Bewohnerinnen ausgewirkt, dass ich einfach sagen kann, man merkt die immense psychische Belastung und die fühlen wir alle. Und es unterscheidet sich eigentlich nicht zwischen uns oder den Menschen mit Behinderung. Es fehlt einfach viel an Tagesstruktur. Die Menschen haben teilweise Ängste. Wie geht es weiter? Das ist die zentrale Frage. Wann geht es wieder auf die Arbeit? Wann sehen wir Angehörige wieder, Freunde, Verwandte? Und bei all diesen Fragen wollen wir unterstützen. Wir wollen uns bei Problemen an die Bewohner und Bewohnerinnen wenden und ja, helfen, Lösungen zu finden für Alltagsprobleme nach wie vor. Wenn es jemand wirklich ganz große Ängste hat, der kann zu dir kommen oder der kann zum Telefonhörer greifen. Und wie geht das dann? Vereinbart ihr einen Termin, Gesprächstermin oder wie hat man sich das Ja, vorzustellen? also wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir schnellstmöglich helfen oder auch Ansprechpartner sein. Und dafür haben wir eine Hotline installiert. Das Besondere ist, mit einer Nummer erreicht man alle Kollegen des Bereichs Psychologie. Okay. Bei uns allen klingelt das Telefon auf einmal und damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man niemanden erreicht. Wir sind dann da, man kann sich entlasten, man kann auch mal sagen, Mann, ist mir langweilig gerade. Okay, Und wir überlegen soweit. zusammen, Ein guter Tipp. ja. Diese Hotline, Ja. die ist innerhalb der Einrichtung Rothenburger Werke. Also die Community kann nicht ohne weiteres bei dir anrufen, sondern es ist eine innerbetriebliche Hotline. Ja, sehe ich das so richtig? Ja. Und ich kann aber als Mitarbeiter kann ich auch anrufen und sagen, Jeder kann Jana, mir ist so anrufen. langweilig. Ja, hoffentlich. Jeder soll anrufen. Und es ist eigentlich auch egal, wie groß oder klein das Problem ist. Wir hören uns alles an. Okay, Anrufen. ich weiß noch nicht, wen ich am Telefon habe, aber ihr seid ein nettes Team und Genau. Und wir sagen auch, wer wir sind. okay. Friedhelm, hast du schon mal bei ihr angerufen oder willst du uns das jetzt nur nicht sagen? Das ist alles vertraulich, Ja. Rüdiger. Wir haben eine Schweigepflicht und das ist das Besondere auch. Ihr, aber Friedhelm hat keine. Doch, ich habe genauso eine. Nächste Nee. Frage. Friedhelm, du ganz anders als Jana, bist du ein alter Hase hier im Laden. Wie lange bist du in Rothenburger Werken? Fast 30 Jahre. Ach, erst. Ja. Siehst du, ich bin 35 Jahre Ja. hier. Aber es genügt schon, um einen guten Einblick zu kriegen. Du hast also viele verschiedene Zeiten hier erlebt. Wie empfindest du das mit den Menschen, die hier leben, ihren Ängsten? Ist das durch Corona jetzt besonders extrem geworden oder sagst du, es ist einfach wie überall in unserer Gesellschaft? Also ich denke, es ist schwer, immer eine Antwort zu finden für fast 1200 Menschen, Ja. die bei uns leben, in ganz unterschiedlichen Wohngemeinschaften, ja, in unterschiedlichen Bezügen, mit den unterschiedlichen Fähigkeiten auch, die jeder mitbringt. Also wir haben, denke ich, alles im Moment auch erlebt, was man auch ein bisschen in der Gesamtgesellschaft mitbekommt über Medien, wie es über Befragungen geht, wie es Menschen geht in dieser Zeit. Und das spiegelt sich auch bei uns einen großen Teil wider.
wie die Kollegin schon erzählt hat, natürlich haben wir Menschen, die Ängste haben. Wir haben aber auch Menschen, die sich erstmal auch gefreut haben, dass sie einen zusätzlichen Urlaub haben und nicht zur Werkstatt müssen und nicht arbeiten müssen. Wie in der Normalgesellschaft auch, dass das eben läuft. Wir haben Menschen, die alleine wohnen, die ganz schwer damit zurechtkamen, dass sie nicht unbedingt rausgehen sollten, nicht Freunde treffen konnten und dann sozusagen allein in ihrer Wohnung waren. Auch das gibt es ja, das kennen wir in einer Gesellschaft ja viel von Senioren auch, die alleinstehend in ihren Wohnungen über Wochen dann waren und wenig Gemeinschaft oder wenig Kontakt hatten. Auch das haben wir gehabt. Und wir haben aber auch Menschen gehabt, die das vielleicht gar nicht so, merken wir, gar nicht so unbedingt wahrgenommen. Also es ist schwer, da eine allgemeine Antwort zu finden. Das ist sicher richtig. Aber Alleinsein ist doch in den Rothenburger Bergen eher ein kleineres Problem, oder? Da wir ja meistens leben die Menschen in Wohngemeinschaften. Oder ist Vereinsamung ein Problem gewesen? Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Einsamkeit. Und natürlich, auf den Wohngruppen hat das Leben nach wie vor weiter stattgefunden. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren sehr engagiert, Ideen zu finden, wie man möglichst ein Gefühl der Normalität erzeugen kann. Aber trotzdem, was fehlt, sind Freunde, Familie, über die Einrichtung hinaus, zwischen den Wohngruppen. Und all das fehlt dann einfach. Und es ist sicher richtig, was du sagst, Friedhelm, es ist sehr schwer, jetzt alle über einen Kamm zu scheren. Wir haben ja Menschen, die sehr, sehr, sehr assistenzbedürftig sind, sehr viel Hilfe brauchen, eine starke intellektuelle Beeinträchtigung haben, denen man das ganz anders erklären muss, als jemand, der in der Lage ist, Nachrichten zu schauen und das zu interpretieren. Und ich habe deshalb ja auch diesen Abstandhalter nochmal mitgebracht, weil ich mir auch überlegt habe, wie erkläre ich denn einen Menschen mit einer geistigen Behinderung, was 1,50 Meter ist, was uns hier trennt. Und Jana hat mir vorhin eine ganz gute Methode erzählt, wie ich das verbildlichen kann. Sagst du uns das nochmal? Ja. Also wenn man darauf aufpasst, dass immer ein Elefantenbaby zwischen sich selber und dem anderen passt, dann macht man alles richtig. Ein Elefantenbaby, das merkt ihr euch, exakt mit eingerollten Rüssel. Mindestens ein Elefantenbaby. Ist auch okay. Und zwar in der Länge nach. Der Länge nach ein Elefantenbaby. Liebe Jana, diese Abstraktheit mit diesen Regeln, die uns selber ja schon manchmal schwer fallen, die Menschen mit einer geistigen Behinderung zu vermitteln, ist unsere Aufgabe. Und aus gegebenem Anlass, weil wir jetzt durch nochmal aktuelle Regelungen in unseren Werkstätten mehr Öffnung wieder haben, habe ich aus gegebenem Anlass Sabine Rademacher eingeladen, die wir jetzt gern zu uns an den Tisch holen, die wir aber aus Elefantengründen nur an deinen Platz bringen können. Ja. Ja, dann möchtest du uns zum Abschied noch irgendwas mitgeben für den heutigen Tag, ins Wochenende? Ja, ich bin beeindruckt von dem, was hier schon geleistet wurde und wie solidarisch die Gemeinschaft zusammenhält und weiter so geschaffen wird. Hat sie gut gemacht. Das wird gut. Vielen Dank, Jana Stein. Und wir machen fliegenden Wechsel mit Elefantenabstand zu Sabine Rademacher, die sich gleich nochmal selbst vorstellen wird. Ihr wisst gleich, wie das im Hintergrund hier mit dieser Abstands- und Elefantenregelungen uns beschäftigt. Herzlich willkommen, Sabine Rademacher. Sabine, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin die Leitung der WFBM. Ich kümmere mich um die Arbeitsplätze und die Bildungsplätze für Menschen mit Behinderung und habe gerade jetzt in der letzten Zeit eine ganze Menge an Umstrukturierungsaufgaben gehabt. Umstrukturierung inwiefern? Aufgrund der Corona-Krise mussten wir die Werkstätten schließen. Es gab ein Betretungsverbot, das heißt, alle, die Arbeitsplätze bei uns haben, durften nicht zur Arbeit gehen. Und das war natürlich auch schwer ertragbar für alle Menschen mit Behinderungen, die bei uns so gerne zur Arbeit kommen. Ja, und in dem Zuge auch mit den Abstandsregeln, also wir machen es nicht mit Elefantenbabys. Noch nicht, jetzt hast du ja dazugelernt. Also wir schulen auf jeden Fall, bevor jemand wieder zur Arbeit kommen kann oder möchte, so, weil das immer noch auf Freiwilligkeit basiert,
Jetzt habe ich den Faden verloren. Also es ist doch so, auch wenn jetzt die neue Regelung besagt, Betretungsverbot ist aufgehoben, ist doch noch längst nicht alles wieder Paletten. Sondern es ist nach wie vor hochkompliziert. Es müssen unsere vornehmste Aufgabe ist, die Menschen vor Infektionen zu schützen in dieser Zeit. Und in den WFBMs, von welcher Größenordnung reden wir denn? Wie viele Menschen betrifft das jetzt? Also wir haben insgesamt 370 Menschen, die bei uns entweder in Ausbildung sind oder einen Arbeitsplatz haben. Herausforderung, die bei uns war, das bezog sich auch auf die Menschen, die nicht bei uns leben. Also wir durften die bei uns leben, nicht mit denen, die hier nicht leben, zusammenbringen. Und das war eigentlich die allergrößte Herausforderung und gleichzeitig auch sozusagen kleine Inseln zu bilden, dass Menschen überhaupt arbeiten gehen dürfen. Das heißt, ich bekomme hier gerade eine Frage rein aktuell. Die heißt ganz einfach, wann können alle wieder arbeiten? Wann alle wieder arbeiten können. Ich nehme an, die Betonung liegt auf alle. Also in der Form, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, werden sicherlich nicht alle wieder arbeiten können. So, weil es gilt ja weiterhin die Freiwilligkeit. Und wenn jemand arbeiten möchte, dann suchen wir nach Individuallösungen. Wir haben interne und externe Betriebe errichtet, sodass wir mittlerweile schon über 250 Menschen wieder in Arbeit haben. So, und für die anderen finden wir auch noch Lösungen. Grundsatz ist ja, dass wir die Risikoeinschätzung über die Wohngruppen machen müssen. Also wenn in einer Wohngruppe jemand als Risikogruppe gilt und man sagt, der möchte gerne zu Hause bleiben, dann müssen wir eben halt gemeinsam mit Wohnen auch einschätzen, ob dann ein Arbeitsangebot hier in der Lindenstraße oder am Karlandshof denn das richtige Arbeitsangebot ist. Ist es tatsächlich so, dass auch Arbeit in die Wohngruppen kommt? Ja, haben wir auch. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Lösungsansätze gefunden. Wir haben, weil wir einfach die Gruppen kleiner machen müssen. Also wir mussten sozusagen einmal komplett alles das, was vorher toll war, und zwar, dass wir individuelle Arbeitsplätze für jeden finden, das mussten wir komplett über den Haufen schmeißen. Wir mussten gucken, dass wir das Risiko so minimieren, dass wir jederzeit nachvollziehen können, wer sozusagen infiziert ist, dass der sozusagen dann nur mit einem Minimum an Personen zusammenkommt. Aber wir haben keine Infizierte. Aber wir müssen mit allem rechnen. Und deshalb wird es einfach auch von diesem Konstrukt auch weiterhin so bleiben müssen, dass wir Menschen, die extern leben, auch weiterhin von intern lebenden Menschen trennen müssen. Erstmal auf absehbare Zeit. Also dass alle wieder so arbeiten wie vor der Krise, können wir jetzt so, da können wir überhaupt keine Angaben. Nein, ich hoffe sehr, dass wir das zum nächsten Jahr dann wieder in die alte Fahrbahn bringen können. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt erwarten alle eine zweite Welle auch im Herbst, dass es dann keinen Sinn machen würde, jetzt sozusagen extrem zu öffnen und da sozusagen sich das Risiko wieder extrem reinzuholen. Das hatte ja Frau Wendland-Park auch schon gesagt, dass wir dieses Konzept auch weiter erstmal so durchführen müssen. Also ich höre raus, auch bei den Anfragen von euch über Facebook, dass ihr wahnsinnig gerne arbeiten gehen wollt. Ja. Das spricht für unsere WFBM, würde ich mal sagen. Ja, ja. Aber es wird nicht bei allen gehen und in den letzten Wochen und Monaten ging es eben für viele gar nicht. Es lag viel Verantwortung in den Wohngemeinschaften. Da musste Kreativität entwickelt werden. Friedhelm, wie habt ihr das geschafft? Was haben sich die Kollegen einfallen lassen? Hast du da ein paar Beispiele vielleicht? Also erstmal müssen wir sagen, Wohnen ist erstmal gut unterstützt worden. Nämlich es sind ja nicht nur die Werkstätten geschlossen worden oder die Tagesförderstätten sind ja nicht nur geschlossen worden oder auch die Schule, sondern die Mitarbeiter, die dort dann ja sozusagen keine Tätigkeit hatten, sind ja in den Wohngemeinschaften dann unterstützend eingesetzt worden. Das heißt, wir haben in Wohnen dann auch mehr Personal zur Verfügung gehabt. Aber die Menschen waren natürlich auch den ganzen Tag zu Hause. Ja. Das hat aber trotzdem einige Möglichkeiten ergeben. Natürlich mussten alle sich erstmal ein bisschen durchschütteln und sagen, wie gehen wir jetzt damit um, mit dieser neuen Situation. Das betraf ja jeden persönlich auch. Also wir waren ja auch alle persönlich aufgefordert,
oder hatten ja auch Einschränkungen in unserem persönlichen Leben. Das ist ja nicht nur eine Einschränkung in den Rothenburger Werken oder auf dem Arbeitsplatz gewesen, sondern ja ganz persönlich bei jedem zu Hause auch. Also alle mussten sich ein bisschen erstmal dran gewöhnen und kreativ sein. Wir haben in Wohnen, das sind ja fast 100 Wohngemeinschaften, die wir hier haben, dann auch eine Seite eingerichtet, wo gute Beispiele sofort mitgeteilt wurden, sodass die Kollegen in den anderen Wohngemeinschaften die dann lesen konnten und sagen, ach, das machen die, das finde ich ja toll. Das könnten wir bei uns eigentlich auch machen. Also gute Beispiele haben wir versucht, gleich intern dann auch weiterzugeben, damit nicht jeder sozusagen auf seiner eigenen Insel nur kreativ sein muss. Das hat gut funktioniert und das ging von Renovierung auch mal von Zimmern, wenn sich das jemand gewünscht hat, der gesagt hat, also Mann, das haben wir immer aufgeschoben, ich habe das immer nicht geschafft, weil ich ja auch arbeiten musste und Wochenende hatte ich dann auch auf was anderes vor, musste ich nochmal nach Werder Bremen gehen zum Spiel oder so, also musste ich dann ja gucken, dass ich jetzt habe ich mal Zeit, können wir nicht mal unser Zimmer renovieren. Also solche Dinge sind gemacht worden. Es gab eine Wohngruppe, die gesagt hat, wir werden ja kein Sommerfest in diesem Jahr haben. Dann lass uns doch als Wohngemeinschaft ein eigenes Sommerfest bei uns im Garten machen. Die also so ein bisschen haben die Mitarbeiter sich was ausgedacht an Spielen, an Attraktivität. Wir hatten ja auch schon im April recht schönes Wetter, sodass da auch einiges möglich war, dann im eigenen Garten zu machen. Das ist gemacht worden. Ja, man hat natürlich dann geguckt, was kann man digital unterstützen, wie kriegt man auch den Kontakt zu den Eltern vielleicht auch sichergestellt über Telefonate. Das musste ja auch kreativ sein. Also wie kriege ich das nach außen gesteuert? Also viele, viele kreative Beispiele, das geht bis heute. Natürlich die Länge, die wir haben, es sind ja jetzt mittlerweile 4 Monate, knapp. Jetzt fällt natürlich dem einen oder anderen schon stärker die Decke auf dem Kopf. Wir müssen uns also immer mehr auch einfallen lassen und gucken und sprechen. Und es ist schön, dass die Werkstätten wieder zum größten Teil aufgemacht haben, auch wenn die Menschen jetzt noch nicht so ganztags immer da sind, aber doch mal wieder Arbeit haben oder wir haben Arbeit in die Wohngruppen geholt. Also ich gehe auch davon aus, dass wir das noch eine ganze Zeit lang so haben werden. Und das heißt, wir müssen weiterhin so kreativ bleiben und gemeinsam gucken, wie wir das gemeinsam hinkriegen, Tag für Tag. Wir reden von den Werkstätten. Viele Menschen, die in den Werken leben, besuchen aber auch die Tagesförderstätten. Ich glaube, das sind dann die 500 Plätze, die wir dort bieten in 10 Häusern, wo eben Menschen auch mit schwereren Behinderungen, mit mehr Assistenzbedarf hingehen. Wie sieht es da aus im Moment? Also da besteht die Möglichkeit, unter sehr einem klaren Hygienekonzept wieder Einzelförderung durchzuführen. Das wird auch gemacht, da gibt es einen genauen Plan, wie dann jeder auch natürlich dann kein Ganztagsangebot, aber doch für mehrere Stunden am Tag eine Förderung erhält. Das ist eine sehr exklusive Situation im Moment, sehr aufwendig, weil dann danach die ganzen Räume wieder desinfiziert werden müssen, bevor der Nächste aus einer anderen Wohngemeinschaft kommt. Also ein hoher Aufwand, aber das machen wir. Das tut den Menschen auch gut. Aber es ist, wie die Kollegin auch schon sagte, natürlich nicht der alte Zustand. Und da werden wir auch noch längere Zeit, denke ich, von weg sein. Also ich höre Begriffe wie 1:1-Betreuung. Das ist doch personalaufwendig. Ist das denn mit dem Personalstamm, der da ist, zu wuppen? Da sehe ich schon Kopfschütteln bei Sabine. Nein, also wir haben ja die Arbeitsschutzbestimmungen auch einzuhalten. Am Königskamp zum Beispiel bedeutet das, da wo vorher 14 Personen gearbeitet haben in einem Raum, dürfen jetzt nur noch 6 arbeiten. Und da kann man sich ja auch schon vorstellen, dass man dann, wenn man noch weitere 6 Personen beschäftigen möchte, man dann weitere Gruppenleitungen braucht. Also es ist nicht damit zu machen. Eigentlich müssten wir sozusagen die Betreuungskräfte verdoppeln. Arbeitet ihr denn auch irgendwie im Schichtsystem oder wie könnt ihr das überhaupt ermöglichen, dass die Menschen alle oder zum großen Teil wieder ihre Arbeitsplätze aufsuchen können? Aktuell bieten wir halbtags an. Also wir haben im ersten Schritt haben wir gesagt, bis auf 1-2 kleine Ausnahmen, dass wir nur bis mittags Arbeit anbieten und das dann auf den Wohngruppen gegessen wird, weil das einfach auch vom organisatorischen Aufwand her extrem schwierig wäre, sozusagen das alles in der Abrechnung auch umzuswitchen. Wir denken darüber nach, dass wir auch ganze Tagesangebote machen,
Aber das wird jetzt die Aufgabe der nächsten Zeit sein, dass wir gucken, dass alle gerecht sozusagen auch ein Arbeitsangebot erhalten. Da sind noch einige übrig, für die wir noch nichts haben, aber auch für die werden wir noch etwas finden. Gleichzeitig ist es so, dass wir auch den Glum am Karlandshof jetzt aktivieren werden. Da sind wir jetzt gerade aktuell intensivst dran, sodass da weitere 30 Arbeitsplätze bedient werden können. So, jeder Beschäftigte muss sich allerdings darauf einlassen, dann vielleicht auch für diese Zeit, die doch sehr besonders ist, mal eine andere Arbeit zu machen, wenn es dann vom Gebiet her besser passt. Also ich höre raus, dass das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch eine ganz schöne Herausforderung ist. Die müssen ja auch ständig umswitchen und wissen nicht, was kommt nächste Woche auf uns zu. Ich habe es vorhin Frau Wendler-Park schon mal gefragt, aber du bist doch jetzt noch näher an der Basis. Wie geht es den Mitarbeitern? Sind die gesund? Sind die gestresst? Ich weiß natürlich, wirst du jetzt auch wieder sagen, kann man nicht für alle sprechen, aber wie ist das Stimmungsbild? Ja, man kann es wirklich jetzt natürlich nicht für alle sagen. Ich will es weder beschönigen noch dramatisieren. Es ist schon, es ist in Wohn nur geschafft worden, weil Kollegen aus den anderen Arbeitsgebieten mit dort in Wohn gearbeitet haben. Sonst wäre das nicht machbar gewesen. Wir haben ja sonst aufgrund der Abwesenheit der Bewohner zum Beispiel ja auch Schließzeiten. Das heißt, dass Mitarbeiter gar nicht in der Wohngruppe sind zu diesen Zeiten. So sind die Stellenschlüssel ausgelegt. Und wenn jetzt die Menschen alle da sind, 24 Stunden, dann heißt das ja nicht, dass Mitarbeiter das ja auch mal eben so, die vorher nur Teilzeit waren, mal eben so mitmachen können. Das ist nur gelungen, indem wir Personal wieder konzentriert haben. Und jetzt mit der Öffnung ist genau das, was Sabine sagt, passiert jetzt. Auf der einen Seite wird Personal gebraucht, auf der anderen. Das ist eine große Herausforderung im Moment, das zu gucken, wie das läuft. Erstmal bin ich froh und dankbar, dass alle Mitarbeiter sich erstmal auf das eingelassen haben und auch dabei geblieben sind. Also wir haben keine große Krankenquote gehabt. Am Anfang ja, das war aber auch dem geschuldet, dass ja auch gerade im März die aus Vorsicht vielfach auch länger krankgeschrieben wurde. Im April hat sich das alles und Mai relativ normalisiert. Im Moment haben wir also eine sehr niedrige Krankenquote. Das hilft uns, die Angebote gut aufrechtzuerhalten. Da kann man jetzt viel drüber spekulieren, warum das so ist. Natürlich gehen wir vielleicht sorgsamer alle miteinander um, wenn wir Krankheitszeichen haben. Das mag eine Erklärung sein. Auf jeden Fall ist es im Moment erstmal eine gute Situation. Wir stehen jetzt vor der Urlaubszeit. Das ist eine neue Herausforderung. Das heißt, auch dort wird der Mitarbeitereinsatz klar, im Sommer immer etwas dünner. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Und dann, ja, auch die Mitarbeiter, wie wir alle, der eine ist etwas ängstlicher und ist auch ängstlicher zur Arbeit gekommen, der andere, vielleicht weil er auch jünger war, hat sich dort nicht so bedroht gefühlt. Auch da haben wir ein völlig breites Bild. Wichtig war für uns, dass wir immer Gesprächsangebote haben. Wir versuchen sehr nah, trotz Betretungsverbot der Wohngemeinschaften, das galt ja auch für uns als Leitungskräfte, wir hatten auch ein Betretungsverbot, also im Sinne von, wir haben die Wohngruppen nicht betreten und haben andere Formen dann gefunden zu kommunizieren, um möglichst wenig in die Wohngruppen hineinzutragen. Wir machen ja auch eine Jobkampagne, dich schickt der Himmel, hurra und so, und werben für Mitarbeit. Ich habe ja auch viele Kontakte zu Mitarbeitenden und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass man im Moment so besonders stöhnt und sagt, oh mein Gott, ist diese Arbeit hier schrecklich, sondern ich habe viele positive Stimmen gehört. Menschen haben gesagt, es sind auch ganz spannende Zeiten. Ich lerne viele neue Leute kennen. Ich bin auch kreativ gefordert. Also ich habe mal den Eindruck, man arbeitet nach wie vor gerne hier. Siehst du das? Ja, das kann ich absolut unterstreichen. Ja. Also in der WFBN haben ja sämtliche Gruppenleitungen die Arbeit aufrechterhalten, dass wenn unsere Kollegen, Beschäftigten sozusagen wieder zurückkommen, dass dann auch noch Arbeit da ist. Also die haben wie wild in der Tischlerei Insektenhotels produziert oder im Textilzentrum haben sie Masken genäht oder sie haben in der Küche mit unterstützt oder auf den Hofgruppen, wo eben halt ja auch die Ver- und Entsorgung sichergestellt werden musste. Und das war für alle natürlich auch eine ganz tolle Erfahrung, mal die anderen Arbeitsbereiche zu sehen.
oder auch die Digitalisierung. Also wir haben im Berufsbildungsbereich iSurf eingeführt und haben Kontakt mit Schülern über digitale Medien gehalten. Und dass wir das so schnell hingekriegt haben, ist schon toll. Also da nochmal ein Riesenlob auch an die ganzen Kollegen der WFBM, die haben das echt super gemacht. Und deine Frage war aber ja auch, ist es immer noch interessant? Ich glaube ja, also weil man kann jetzt aus diesen ganzen vielen anderen Bereichen durchaus auch Gutes berichten, wo man vorher vielleicht gar nicht so den Einblick hatte. Jemand, der im Königskamp in der Verpackung arbeitet, hätte sonst vorher vielleicht niemals die Arbeit der Hofgruppe kennengelernt. Das ist schön, also durchaus. Wird das sehr bewerben, glaube ich schon. Durchaus gute Nachrichten aus den Rothenburger Werken. Und wenn es dem jetzt nichts mehr von deiner Seite aus, Friedhelm, hinzuzufügen gibt, würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt. Wir sind zeitlich auch bald am Ende dieser halben Stunde. Am Ende dieses Online-Tages sind wir noch lange nicht. Es gibt wieder Filmbeiträge im Anschluss mit Interviews und um 16.50 Uhr ungefähr eine kleine Abschlussrunde mit der Geschäftsführerin Jutta Wendland-Park und Sascha Jansen, dem Vorsitzenden der Angehörigenvertretung. Okay. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Der Bewohnervertretung, Entschuldigung, danke, dass du hier Kollegen hast, die einem helfen. Also, bleibt dabei, geht ein bisschen rund, denkt dran, immer Elefantenbaby, längs mit eingerollten Rüssel, dann kann nichts schief gehen. Bis später, macht es gut. Tschüss.